Mahlzeit. Der nächste Schritt deiner Ausbildung steht an. Du kannst nun an einem weiteren Lehrgang teilnehmen. Alles klar. Heute gehen wir zuerst auf die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr ein, gefolgt von etwas Physik. Anschließend geht es wie gewohnt mit Rainer und Heinz unten praktisch weiter. Als erstes schauen wir uns an, was genau zu den Aufgaben der technischen Hilfeleistung gehört. Im Brandschutzgesetz steht genau beschrieben, für welche Aufgaben die Feuerwehr zuständig ist. Laut diesem Gesetz gehört, neben dem allgemeinen Brandschutz, der Schutz der Bevölkerung bei Unglücksfällen und Notständen zu unserem Aufgabenbereich. Damit sind Notlagen gemeint, wie sie zum Beispiel durch Unfälle oder Naturereignisse ausgelöst werden. Ebenfalls hilft die Feuerwehr bei Katastrophen, wie zum Beispiel Überschwemmungen. Zusammengefasst bestehen unsere Aufgaben aus der Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt und Sachwerten. Für gewöhnlich übernimmt die jeweilige Gemeinde die Kosten für solche Einsätze. Allerdings kann bei fahrlässigem Eigenverschulden auch eine Rechnung gestellt werden. Es gab zum Beispiel mal einen Fall, dass eine Vermieterin die Wohnungstür eines Mieters zugemauert hat. Die Polizei hat die Feuerwehr alarmiert. Die kompletten Kosten des Einsatzes wurden dann der Vermieterin in Rechnung gestellt. Da bei der technischen Hilfeleistung immer wieder das Beseitigen von Hindernissen und Zugang verschaffen ein Thema ist, sollte man sich grob mit einigen physikalischen Grundlagen auskennen. Das Halligan-Tool hast du ja selbst bereits eingesetzt. Dort machen wir uns das Hebelgesetz besonders zunutze. Im Kern sollte man wissen, je länger der Hebelweg, desto größer die Kraft, die man ausüben kann. Wenn diese Kraft jedoch mal nicht ausreicht, können wir hier auf hydraulische Geräte zurückgreifen. Diese funktionieren nach dem Prinzip der hydraulischen Presse. Öl wird in einen Zylinder gepumpt und durch den Druck entstehen große Kräfte, die wir uns zunutze machen. Dadurch können wir mit dem hydraulischen Spreizer ohne Schwierigkeiten Metall und Stahl aufbiegen und mit unserer Schere sogar Fahrzeuge aufschneiden. Besonderer Vorteil hierbei ist, dass die Geräte sehr präzise, ohne Funkenflug und verhältnismäßig leise arbeiten und dadurch besonders gut für patientengerechte Rettungen ausgelegt sind. Zu guter Letzt haben wir noch verschiedene Schneid- und Trennwerkzeuge zur Verfügung. Dazu gehören neben der klassischen Feuerwehraxt auch motorisierte Geräte wie Trennschleifer oder Kettensäge. Bei letzterem ist besonders wichtig, dass diese nur mit geeigneter Schutzausrüstung und ausreichender Ausbildung verwendet werden dürfen. Generell bieten gerade die schweren Geräte bei unachtsamer Benutzung großes Verletzungspotenzial. Nicht nur für die Einsatzkraft, sondern für alle, die sich im Umfeld aufhalten. Achte daher auch darauf, dich nicht unnötig im Gefahrenbereich aufzuhalten, wenn du nicht gerade eine Aufgabe zu erledigen hast. Damit kommen wir direkt zur Aufgabenverteilung am Einsatzort. Dazu nehmen wir uns einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person als Beispiel. Der Angriffstrupp steht auch hier an vorderster Front. Seine Aufgabe ist es, die technische Rettung durchzuführen. Das bedeutet, mit dem bereitliegenden Werkzeug eine Rettungsöffnung zu schaffen, die es ermöglicht, die Personen aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Wassertrupp übernimmt die Sicherung der Einsatzstelle vor möglichen Gefahren. Bei einem Verkehrsunfall, wie in unserem Beispiel, ist dies vor allem der fließende Straßenverkehr. Weitere Gefahren am Einsatzort können beispielsweise durch giftige Stoffe oder herabfallende Teile entstehen. Auch bei Brandgefahr ist es der Wassertrupp, der sich mit Löschgeräten bereithält. Der Schlauchtrupp übernimmt die Bereitstellung der erforderlichen Geräte und unterstützt den Angriffstrupp. Bei Verkehrsunfällen werden alle eingesetzten Einsatzmittel auf einer Bereitstellungsplane platziert. Das dient nicht nur der Übersicht. Im Notfall können so mit einem schnellen Handgriff alle Geräte aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gezogen werden. So, genug mit der Theorie. Am besten lässt du dir jetzt die Werkzeuge von Heinz und Rainer zeigen. Wir sehen uns dann später. Ah, willkommen zur Praxis. Dann geht's heute mal an die großen Geräte, was? Du kommst gerade recht. Ich war gerade dabei, das HLF vorzubereiten. Da kannst du direkt mit anpacken.
fertig. Lass uns zu Heinz rübergehen. Er wartet schon. Hallo, da seid ihr ja. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Ein solches Szenario kann nach einem starken Unwetter auf uns zukommen. Ein Ast fällt auf einen PKW. Der Fahrer ist hinter dem Lenkrad eingeklemmt und vermutlich verletzt. Er kann das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Deine Aufgabe wird es heute sein, das Fahrzeug zu sichern, den Baumstamm zu entfernen und Trauma-Sepp, unsere tapfere Rettungspuppe, aus diesem Fahrzeug zu befreien. Da kommt einiges auf dich zu. Normalerweise werden die Aufgaben unter den Kameraden aufgeteilt. Da du heute aber alleine bist, musst du jeden Schritt selbst ausführen. Dann fang direkt mal an, sonst stehen wir hier noch den ganzen Tag. Die ersten Schritte kennst du schon. Erstmal das Fahrzeug vor dem Wegrollen sichern. Danach die Motorhaube öffnen und die Batterie abklemmen. Hopp, hopp, die Zeit läuft! Das sieht doch stabil aus. Gute Arbeit. Dann gleich ran an die schweren Geräte. Als erstes muss der Baumstamm entfernt werden. Die Kettensäge ist auf unserem TLF verladen. Komm mit. Bevor du die Kettensäge in die Hand nimmst, musst du dir eine Schnittschutzausrüstung anlegen. Diese findest du hier im Fach. Sie bietet Schutz vor herumfliegenden Stücken und Splittern, macht dich aber nicht unverwundbar. Also geh trotzdem immer umsichtig mit solchen Geräten um. Dann mal los und pass mit dem Ding bloß auf. Ah, ich sehe schon. Mit der Säge kommst du bereits bestens klar.
Als nächstes steht die Personenrettung an. Dazu musst du die Fahrertür entfernen, um einen Zugang zu Traumasep zu schaffen. Mit dem hydraulischen Gerät auf dem HLF kannst du die Tür aufbiegen und danach an den Scharnieren abtrennen. Alles, was du dazu brauchst, findest du auf dem HLF. Los geht's! Das hast du richtig sauber hinbekommen. Jetzt kann unser Patient vorsichtig aus dem Fahrzeug geborgen werden. Leg Sepp bitte dort drüben auf die Decke. So, ich denke, wir sind durch. Gute Arbeit. Mit dieser Erfahrung solltest du im Einsatz auch gut klarkommen. Wir sollten zusammenpacken und die Fahrzeuge wieder einsatzbereit machen. Auf geht's! Ach, ich hasse Aufräumen. Das Ende findet wie immer oben im Schulungsraum statt. Du kannst dich direkt umziehen und nach oben gehen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. So, hat alles gut geklappt, ja? Mir gefällt der Elan, den du hier reinsteckst. Wenn du so weitermachst, kann ich dich vielleicht sogar als Gruppenführer einsetzen. Ich melde mich, sobald es weitergehen kann. Dir erstmal einen verdienten Feierabend. Bis zum nächsten Mal.